Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterhalten uns ja heute über zwei Anträge der Fraktion der Linken. Der erste Antrag befasst sich mit der Krankenhausfinanzierung und der zweite Antrag dann mit dem Thema Pflegepersonal. Und ich gestehe Ihnen zu, das ist in gewisser Weise ja durchaus auch folgerichtig, vielleicht sogar wohl überlegt, denn Sie haben erkannt, dass wir mit dem Krankenhausstrukturgesetz, Sie haben das ja auch, Herr Weinberg, gerade richtig ausgeführt, das Thema Krankenhausfinanzierung im laufenden Betrieb, so gut es der Bund, so gut es wir hier lösen können, auch gelöst haben. Wir haben die finanziellen Voraussetzungen zunächst einmal geschaffen, damit Sie einen Antrag stellen können, der wäre allerdings nicht nötig gewesen, weil es im Krankenhausstrukturgesetz alles schon drin ist. Das ist jetzt ermöglicht, sich auch mit dem Thema Pflege, mehr Pflegepersonal auseinanderzusetzen. Ich denke, dass wir unsere Hausaufgaben mit dem Krankenhausstrukturgesetz gemacht haben, aber auch längst vorher uns mit dem Thema Pflege intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist ja richtig, wir hatten in der Pflege in den 90er, Ende der 90er Jahre 350.000 Pflegekräfte. Die Anzahl der Pflegekräfte ist zurückgegangen auf 300.000 Euro, Entschuldigung, Vollzeitkräfte. Das war dramatisch und war wirklich auch geschuldet, das räume ich auch ein, dem DRG-Thema und auch anderen Themen. Diese 50.000 50.000 Pflegekräfte haben wir verloren, haben die aber bereits seit 2009, und deswegen ist es nicht ein neues Thema hier, seit 2009 wieder aufgebaut. Diese 50.000 Pflegekräfte sind mittlerweile wieder an Bord, allerdings immer noch zu wenig. Wir haben schwerere Fälle als damals, wir haben mehr Fälle als damals, und deswegen brauchen wir in der Tat über die 350.000 hinaus zusätzliche Pflegekräfte. Und es ist nicht nur, das muss man schon auch mal gegenüber den Krankenhäusern auch positiv herausstellen, es ist nicht nur der Gesetzgebung zu verdanken, dass diese Stellen aufgebaut wurden. Auch die Krankenhäuser haben ein Interesse daran, gute Qualität abzubilden, und das konnten sie schlicht und ergreifend in der Vergangenheit nicht mehr und haben Probleme auch aktuell. Und deswegen haben die Krankenhäuser durchaus ein Eigeninteresse daran auch gehabt, das Thema Qualität und auch Qualitätswettbewerb bei sich in den Vordergrund zu stellen. Und die Gründe, warum gespart wurde, da gebe ich Ihnen teilweise auch recht. Ja, es geht zum Teil um Renditeerwartungen, es geht um Minimierung von Verlusten, das gehört auch mit dazu. Aber jetzt kommt ein Punkt, den Sie nicht angesprochen haben, den ich aber für den wichtigsten eigentlich halte. Es wird nach wie vor aus dem laufenden Betrieb werden Mittel entzogen, auch natürlich beim Pflegepersonal, um zu investieren. Und es liegt daran, dass die Länder ihrer Aufgabe, die Investitionskosten zu 100% zu fördern, eben nicht nachkommen. Und das muss abgestellt werden. Das ist der allerwichtigste Punkt, um im Pflegebereich voranzukommen. Nun haben wir eine Expertenkommission über das Krankenhausstrukturgesetz hinaus gebildet, wo wir den Versorgungszuschlag, ja übrigens, das muss ich schon auch noch korrigieren, Herr Weinberg, Umwandlung Versorgungszuschlag in Pflegezuschlag, in der Tat, die Mehreinnahmen können auch für andere Dinge verwendet werden. Aber das Geld bekommen nur die Krankenhäuser, die ordentlich mit Pflegepersonal ausgestattet sind. Und deswegen werden die Krankenhäuser belohnt, die gut mit Pflegepersonal ausgestattet sind. Und da haben wir ein wichtiges Augenmerk auch drauf gelegt. Und nun zur Expertenkommission. Auch hier haben wir bereits Sofortmaßnahmen getroffen. Es sind ja gar nicht die Dinge alleine, die Sie aufgezählt haben. Einiges ist ja schon sogar in Kraft. Wir haben seit dem Januar 2017 bereits in Kraft, dass hochaufwendige Pflege in den DRGs abgebildet wird. Da brauchen wir gar kein Gesetz dafür. Das hat die Selbstverwaltung erledigt. In die DRGs sind die hochaufwendige Pflege eingepreist. Dann haben wir Sachkosten deutlich abgesenkt zugunsten der Personalkosten, zugunsten des Pflegepersonals. Auch das ist schon erledigt. Und wie Sie wissen, haben wir mit dem im SGB XI die Pflegegrade eingeführt. Und das
hat die Selbstverwaltung jetzt den Auftrag zum 1. Januar 2018 auch das Thema Pflege, gerade also Demenz im Krankenhaus, unmittelbar bei den DRGs abzubilden. Auch das hat mit der Expertenkommission noch gar nichts zu tun. Das sind unmittelbare Dinge, die auch sofort wirken. Und nun kommen wir zu den Mindestausstattungen in der Pflege. Und da halte ich es für einfach das Normalste der Welt, dass wir die mit dem Auftrag versehen, sich damit auseinanderzusetzen, die dafür zuständig sind in unserem Land, auch von gesetzlich dafür zuständig sind. Ist die Selbstverwaltung, in dem Fall die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband. Und die haben sich nicht irgendwann, sondern befristet auf eine Mindestausstattung in der Pflege, in sensitiven Bereichen, im Intensivbereich, der dazugehört, im Bereich der Nachtwachen, die dazugehören. Und wenn die nicht zu Potte kommen, gibt es eine Ersatzvornahme. Und wenn sich Krankenhäuser nicht dran halten, dann gibt es einen Abschlag. Also es ist ganz eindeutig auch sanktioniert. Es wird sich keiner der Mindestausstattung in der Pflege in den Krankenhäusern zukünftig entziehen können. Und deswegen ist dies ein wichtiger Schritt, den wir da angehen. Was Sie da vorschlagen mit Selbstkostendeckung, mit Anhaltszahlen, ich sage, das hatten wir doch alles schon. Das hat man hier schon vor 30 Jahren diskutiert und abgeschafft, weil es eben nicht funktioniert hat. Weil auch Anhaltszahlen dazu führen, dass man mehr Leistungen erbringt, um mehr Personal einstellen zu können. Es war nicht finanzierbar und deswegen wird dies mit Sicherheit nicht der Weg für die Zukunft sein. Das ist rückwärtsgewandte Politik und wir wenden uns nach vorne. Wir denken, wir haben einen guten Weg, einen ehrlichen Weg vor allem auch eingeschlagen und einen realistischen Weg und haben die richtigen Leitplanken gesetzt und werden sie setzen mit der Mindestausstattung in der Pflege, dass wir eine gute Pflege auch in Zukunft in unseren Krankenhäusern haben. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Elisabeth Scharfenberg, Bündnis 90 Die Grünen.